Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele heute mit euch Go. In diesem Tutorial wollen wir uns mit einem Bereich des Go-Trainings beschäftigen, der für das Spielen deshalb so wichtig ist, weil es in beinahe jeder Partie dazu kommt, dass wir eine Gruppe in einer Ecke des Boards entweder verteidigen oder angreifen müssen. Die Ecken sind sonderbare Gegenden des Go-Bretts, in denen es aufgrund des Zusammenstoßens zweier Ränder Häufig zu ungewöhnlichen Entwicklungen kommt. Wir wollen uns dafür einige Beispiele anschauen. Beginnen wir mit ein paar Problemen, die sich an Spieler zwischen dem 30. und 25. Kio richten. Wie sollte Schwarz hier setzen, um seine Ecke zu schützen? Wenn ihr etwas Zeit benötigt, haltet das Video an. Der richtige Zug ist hier. Er garantiert zwei Augen für die schwarze Gruppe. Wenn ihr noch einmal wiederholen wollt, wie das Leben einer Gruppe mit dem Bauen von Augen zusammenhängt, schaut euch meine Tutorials Nummer 1 und 2 an. Bei diesem Problem ist zu beachten, dass sich Schwarz nicht von der Möglichkeit ablenken lassen darf, den weißen Stein mit einem Zug auf A zu schlagen. In diesem Fall würde Weiß auf T19 setzen und die schwarze Gruppe töten. Auch beim zweiten Problem soll Schwarz seine Gruppe schützen. Welchen Zug muss er dafür spielen? Der korrekte Zug ist hier. So entstehen zwei Augen und die schwarze Gruppe lebt. Hier kommt das dritte Problem. Wie schützt Schwarz seine Gruppe? Das ist der korrekte Zug. Jetzt sind die Punkte A und B miai. Das bedeutet, falls Weiß auf A spielt, um zwei Augen zu verhindern, kann Schwarz auf B spielen und umgekehrt. In jedem Fall sichert sich Schwarz zwei Augen und die Gruppe ist sicher. Beachtet, dass das Schlagen des weißen Steins nicht zum Erfolg führt. Die schwarze Gruppe ist nun tot. Im vierten Problem geht es wieder um die Verteidigung der schwarzen Gruppe. Wie soll Schwarz spielen? Das ist der richtige Zug. Falls Weiß nun Atari geben sollte, schlägt Schwarz einen Stein und die schwarze Gruppe hat zwei Augen. Den weißen Stein vorne rechts ins Atari zu setzen, führt nicht zum Erfolg. Weiß würde verlängern und auch wenn Schwarz nun beide Steine schlägt, kann er keine zwei Augen bauen, um seine Gruppe zu retten. Und auch das Verbinden funktioniert nicht. Weiß verlängert und Schwarz ist unfähig, zwei Augen zu bauen. Schauen wir uns jetzt einige etwas schwierigere Probleme an, die sich ein Spieler bis zum 15. Kio richten. Wie soll Schwarz setzen, um seine Gruppe zu sichern? Das ist der richtige Zug. Falls Weiß Atari spielt, schlägt Schwarz einen Stein und seine Gruppe besitzt nun sogar drei Augen. Hier ist das nächste Problem. Wie soll Schwarz spielen? Schwarz sollte zur Grundlinie hinabsteigen. Auch wenn Weiß nun Atari spielen sollte, ist das kein Problem für Schwarz. Er verbindet und auch ein Verlängern von Weiß kann Schwarz nicht daran hindern, zwei Augen zu bauen. Und auch wenn Weiß einen Stein auf T3 platziert, gefährdet das nicht die schwarze Gruppe. Schwarz gibt Atari und sichert sich so zwei Augen. Dieser Zug funktioniert hingegen nicht. Weiß gibt Atari und wenn Schwarz nun ein Auge baut, schlägt Weiß einen Stein. Das Ergebnis ist ein Co. Das ist schlecht für Schwarz. In der nächsten Aufgabe soll Schwarz die beste Variante finden, um seine Gruppe zu sichern. Wie soll er spielen? Das ist der richtige Zug. Sollte Weiß hier einen Stein platzieren, um das Entstehen von zwei Augen zu verhindern, Verbindet Schwarz mit diesem Zug. Ihr seht, dass es jetzt für Weiß keine Möglichkeit mehr gibt, die schwarze Gruppe zu töten. Schwarz könnte seine Gruppe auch mit diesem Satz sichern. Problematisch dabei ist aber, dass Weiß nun diesen Hane in Center, also in Vorhand spielen kann, denn Schwarz muss jetzt zwei Augen bauen, um seine Gruppe zu sichern. Sollte Schwarz den weißen Zug ignorieren, kann Weiß mit einem Satz auf B1 die Gruppe töten, denn es gibt jetzt keine Möglichkeit mehr für Schwarz zwei Augen zu bauen. Kehren wir noch einmal zur richtigen Lösung zurück. Sollte Weiß jetzt Hane spielen, kann Schwarz diesen Stein ins Atari setzen und auf diese Weise seine Gruppe sichern. Weiß sichert nun seinen Stein, aber Schwarz braucht nicht mehr zu antworten. Das bedeutet, der weiße Hane war kein Sente-Zug. Auch die nächste Aufgabe ist ein Verteidigungsproblem. Wie soll Schwarz spielen, um seine Gruppe zu sichern? Hier ist der richtige Zug. Falls Weiß nun Atari gibt, kann Schwarz verbinden und seine Gruppe sichern. Dieses Atari funktioniert hingegen nicht. Weiß gibt Atari und Schwarz hat nun keine zwei Augen, seine Gruppe ist tot. Bevor wir uns schwierigeren Problemen zuwenden, wollen wir uns noch einmal die grundlegenden Techniken vor Augen halten, die wir zur Verteidigung eingesetzt haben. Zunächst sollten wir immer nach Vitalpunkten suchen, die es ermöglichen, eine Gruppe direkt zu sichern. Das ist beispielsweise hier so. Der Vitalpunkt befindet sich auf T19. Wenn wir ihn spielen, ist die Gruppe sicher. Gleiches gilt auch für diese Situation. Der Vitalpunkt befindet sich auf S1. Im dritten Beispiel haben wir eine andere Technik kennengelernt. Wenn das direkte Besetzen von Vitalpunkten nicht möglich ist, sollten wir vorbereitende Züge machen, die eine Miai-Situation herstellen. In diesem Fall sind die Punkte A und B miai, das heißt, sie stellen zwei gleichwertige Optionen dar. Falls Weiß nach dem Vorbereitungszug von Schwarz auf A spielt, kann Schwarz auf B spielen und umgekehrt. Ihr solltet außerdem prüfen, ob sich durch das Besetzen des zweiten Punktes der Grundlinie ein Auge bauen lässt. Das ist häufig sehr nützlich und im vierten Beispiel der Fall. Der erste und der zweite Punkt der Grundlinie sind häufig Schlüsselpunkte für das Konstruieren von lebenden Gruppen in der Ecke. Diese Idee finden wir auch im fünften Beispiel wieder. Das Besetzen des zweiten Punktes der Grundlinie sichert die Gruppe. Im sechsten Beispiel schützt Schwarz seine Gruppe durch einen Vorbereitungszug der Miai herstellt. Und im siebten Problem ist wieder ein Vitalpunkt auf dem zweiten Punkt der Grundlinie im Spiel. Im achten Beispiel schützt Schwarz seine Gruppe durch ein weiteres Verfahren, das häufig angewendet wird. Er wandelt eine Konstruktion, die Tigermaul genannt wird, das sind die drei Steine links, durch Verbinden in ein Auge um. Die nächsten Aufgaben richten sich an Go-Spieler mit einer Spielstärke von 15 Kilo und stärker. Ihr seht hier eine Situation, die bei Eckabspielen sehr häufig vorkommt. Weiß hat gerade den markierten Stein gesetzt und versucht, die Ecke von Schwarz zu reduzieren. Es gibt eine Standardantwort auf diese Art von Zug, die ihr euch merken solltet. Bedenkt, dass Weiß droht, zwei schwarze Steine mit einem Menschi-Tesuchi auf P17 zu fangen. Wie sollte Schwarz antworten? Hier kommt die Lösung. Schwarz spielt diesen Zug. Falls Weiß nun Atari droht, verbindet Schwarz und nach dem Weißen Verlängern sichert Schwarz seine Gruppe. Es wäre fatal direkt zu blocken. Weiß könnte Atari spielen und nachdem Schwarz verbunden hat, verlängert Weiß. Die schwarze Gruppe ist jetzt verloren. In der nächsten Aufgabe haben wir es mit einer ähnlichen Situation zu tun. Der weiße markierte Stein droht mit einem Satz auf P3 zwei schwarze Steine zu fangen. Wie soll Schwarz reagieren? Hier kommt die Lösung. Schwarz spielt neben dem weißen Stein und formt so ein Tigermaul. Sollte Weiß jetzt versuchen, die schwarze Ecke zu töten, kann Schwarz leicht zwei Augen bauen. Die feste Verbindung funktioniert hingegen nicht. Weiß verlängert, Schwarz blockt und der weiße Hane auf der anderen Seite tötet die Ecke. Schwarz kann sich auch nicht mit einem Zug auf A retten, weil Weiß auf B spielt. Und der Versuch, zwei Augen zu bauen, wird von Weiß problemlos gekontert. Die schwarze Gruppe ist verloren. Ebenso unsinnig ist dieser Hane. Weiß gibt Atari und fängt drei schwarze Steine. Im nächsten Beispiel geht es um eine Invasion, die das Ziel verfolgt, in der Ecke eine lebende Gruppe zu bauen. Schwarz hat unten links den 4-4-Punkt besetzt und außerdem einen großen Springerzug gespielt. Doch das Gebiet in der Ecke ist nicht sicher. Wie sollte Weiß spielen, um eine Invasion zu starten? Eine Invasion auf dem 3-3-Punkt ist eine gute Wahl. Wenn Schwarz nun die rechte Seite blockt, verlängert Weiß, um sich in der Ecke etwas Platz zu verschaffen. Schwarz spielt Hane, um den Raum von Weiß so gering wie möglich zu halten. Weiß erwidert mit einem Konter Hane und Schwarz spielt noch einen Hane, um den Zugang zum Brettzentrum abzuriegeln. Jetzt kommt ein wichtiger Zug für Weiß. Er spielt dieses Atari, bei dem es nicht darum geht, einen schwarzen Stein zu fangen, denn Schwarz verbindet. Aber der Atari-Stein sichert Weiß die Vorhand, wie wir gleich sehen werden. Weiß spielt Hane am unteren Rand, Schwarz blockt mit einem Hane. Und wenn Weiß nun verbindet, um seinen Stein auf der zweiten Linie zu sichern, schützt Schwarz den Schnittpunkt am unteren Rand. Weiß verbindet den Stein am linken Rand und nun muss Schwarz noch einmal spielen, um die Struktur seiner Steine mit diesem Zug zu sichern. Weil Schwarz noch einmal spielen muss, verlässt Weiß als erster diese lokale Gefechtssituation, das heißt, er hat Vorhand auf Japanisch Sente. Das ist sehr vorteilhaft. Schauen wir uns zunächst an, was passiert, wenn Weiß das Atari versäumt. Hier an dieser Stelle sollte Weiß eigentlich Atari spielen. Macht stattdessen aber diesen Zug. Schwarz blockt, Weiß verbindet. Schwarz verbindet hier und Weiß sichert seinen Stein am linken Rand. Da Weiß es aber versäumt hat, das Atari zu spielen, muss Schwarz nicht noch einmal setzen, denn der Schnittpunkt auf E3 ist in diesem Fall sicher. Sollte Weiß dort einen Stein spielen, kann Schwarz diesen Stein mit einer Treppe fangen, etwas, das nicht funktioniert, wenn Weiß den Atari-Stein spielt. Kehren wir noch einmal zurück zur ursprünglichen Sequenz. Wir haben gesehen, dass Schwarz noch einmal spielt, um den Atari-Stein zu fangen. Angenommen, Schwarz versäumt es, diesen Zug zu spielen. In diesem Fall könnte Weiß verlängern und mit einem Zug auf A drohen. Sollte Schwarz diese Drohung ignorieren und diesen Kämer spielen, erwidert Weiß hier und droht zwei Steine in einer Rückschlagfalle zu fangen. Falls Schwarz die beiden Steine schützt, spielt Weiß hier und fängt damit die fünf schwarzen Steine am unteren Rand. Aus diesem Grund muss Schwarz also auf die Drohung reagieren und schützt seine Steine am unteren Rand durch diesen Zug, der eine Bambusverbindung schafft. Doch das gibt Weiß die Möglichkeit, ins Brettzentrum zu springen. Die beiden schwarzen Gruppen sind schwach und angreifbar. Das ist ein großer Erfolg für Weiß und das Ergebnis aus dem Fehler von Schwarz, den weißen Atari-Stein nicht zu fangen. Ihr müsst die Details dieser Invasion nicht in allen Einzelheiten verstehen. Macht euch mit den grundlegenden Ideen vertraut und versucht eure Erkenntnisse in euren Partien anzuwenden. Ihr werdet dabei auf neue Fragen stoßen und eure Fähigkeiten weiterentwickeln, indem ihr nach Antworten sucht. So werdet ihr Schritt für Schritt stärker. Macht euch nicht verrückt mit dem Anspruch, jedes Detail sofort verstehen zu wollen. In der letzten Aufgabe hat Weiß in einer Ecke mit Hoshi und Keima eine Invasion auf dem San-San, dem 3-3-Punkt, gestartet. Weiß hat diesmal weniger Platz als in der vorherigen Aufgabe, denn die beiden schwarzen Steine stehen jetzt dichter zusammen. Schwarz blockt und nun ist Weiß am Zug. Wie soll er spielen? Dies ist eine häufig vorkommende Standardsituation und es ist wichtig, dass ihr euch merkt, dass Weiß in der Ecke nur mit Hilfe eines Co leben kann. Wenn ihr noch einmal wiederholen wollt, was eine Co-Situation ist, schaut euch mein Tutorial Nummer 1 an. Weiß spielt diesen Hane, Schwarz blockt mit einem konter Nun spielt Weiß diesen Zug und baut so eine Verbindung zwischen den drei weißen Steinen auf, die Tigermoll genannt wird. Schwarz gibt Atari. Und jetzt ist der entscheidende Moment gekommen. Ein Verbinden würde Weiß nichts nützen, denn der Raum in der Ecke ist zu klein, um zwei Augen zu bauen, und die weißen Steine in der Ecke wären verloren. Deshalb spielt Weiß dieses Atari. Ihr seht, dass jetzt eine Co-Situation entstanden ist. Schwarz schlägt zuerst, und Weiß darf aufgrund der Co-Regel nicht sofort auf A zurückschlagen. Weiß sucht jetzt also nach einem Drohzug woanders auf dem Brett, und hofft, dass Schwarz dort antwortet. Wenn Schwarz die Drohung ignoriert, vielleicht weil sie ihm zu gering erscheint, kann er das Co auf A schließen. Schwarz hätte dann das Co gewonnen und alle weißen Steine in der Ecke wären verloren. Sollte Weiß aber einige gute Drohungen besitzen, wird Schwarz das Co aufgeben bzw. ignorieren und vielleicht hier spielen, um den Schaden zu begrenzen. In diesem Fall kann Weiß hier oder auf A spielen und seine Gruppe in der Ecke ist unter normalen Umständen nicht mehr zu töten. Wir schauen uns die Details dieser Invasion in einem späteren Tutorial noch einmal genauer an. Für den Moment ist es wichtig, dass ihr bedenkt, diese Invasion nur dann zu starten, wenn ihr das Co gewinnen könnt, also einige gute Drohungen besitzt. Denn falls weiß das Co und damit die Ecke verliert, ist der Gewinn für Schwarz beachtlich. Hier heißt es also, das Risiko gut einzuschätzen. In diesem Tutorial haben wir uns mit Ecksituationen beschäftigt, die beim Spielen häufig vorkommen. Es ging erst einmal darum, dass ihr euch mit einigen typischen Zügen vertraut macht, experimentiert damit und sammelt Erfahrungen. Das ist der beste Weg, um allmählich stärker zu werden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Falls ihr Fragen, Anmerkungen, oder Rückmeldungen habt, schreibt in den Kommentarbereich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Da wird es dann um das Bauen von Verbindungen gehen, also um die Frage, wie ihr eure Steine am besten miteinander verlinken könnt. Bis dahin, macht's gut, bye bye.